Wir schauen jetzt so lange, bis Julian Bam sagt, dass wir es nicht gucken sollen. Chat. Es war einmal ein junger Mann namens Erlfried Eichelhardt von Sack. Da er allerdings so einen bescheuerten Namen hatte und ständig ein siffiges rotes Supreme-Hütchen trug, nannten ihn alle nur Rotkäppchen. Eines Tages brachte es Bier und Börek zu seiner Großmutter, denn die war damn sick. Doch auf dem Weg dorthin begegnete es dem großen bösen Wolf. Bruder, was los? Bruder, muss los? Wohin denn, mein Junge? Großmutter, frag nicht so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so ein dreckiger Scheiß. Bin deiner Oma, paar von denen. Das Grünzeug kommt immer nice. Korrekt, danke. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na egal, ich geh jetzt erstmal Taschengeld bei Oma holen. Oma, was geht? Digga, zu spät. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los? Warum sind deine Augen so rot? Ich hab den halbweitigen Smoke. Warum sind deine Hände so groß? Damit ich schneller flappe, mein Sohn. Warum hast du so einen großen Mund? Damit meine Rap-Lines krasser flow. Alle meine Bassen besser schaffen, oh mein Gott, das ist so cool. Die ich vor keine Fehlen in die Lines. Großen Dank, schön für die Wurzeln. Ich erlasse gerne, erkläre dir gerne meine Pläne, denn du kannst keinen mehr erzählen. Ja, hier im Wald, wenn Dinge anders geregelt, ist von einem jeder gefressen, dann gibt es keine Probleme. Egal ob 7 Geißlein oder 3 kleine Schweinemänner. Ich bin der Wolf und mein Arzt ist einfach länger. Jeder weiß von mir ein Finger, aber dein Style lausig. Was soll das hier mit deinem peinlichen Outfit? Deine Oma war der Anfang, jetzt hast du so kleine Verputz. Was willst du machen, wenn ich stehe bei Peter unter Schutz? Oma, sag mal, wisst ihr, ist ein Börek oder nicht? Es war einmal eine Königin, die innerlich nicht ganz so stable war, wie sie sich äußerlich gab. Spieglein, Spieglein an der Wand. Oh, Kelly! Wer ist die Schönste hier im Märchenland? Weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Wie lang soll ich noch warten, Mann? Was glaubst du, wen du hier verarschen kannst? Alles klar, die Hübscheste seid auf jeden Fall ihr. Nach Schneewittchen hier, denn die ist praktisch tausendmal schöner und besser frisiert. Wow. Wie bitte was? Nein, nein, nein! Ich sollte die Hübscheste im Märchenland sein. Jo, ist halt so, mach dir keinen Kopf, aber brauchst du mich noch? Oder kann ich jetzt weiter gucken? Sind wir durch? Gerade spielt FC Märchenwald gegen BSC Ritterburg. Ich werde mal los. Schneewittchen, du kleine dumme. Fernab des Schlosses, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Ja, wer seid ihr denn? Ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John. Ich bin Jolene. Ich bin der John. Wie witzig, ihr seht ja alle gleich aus. Kann ich bei euch pennen? Klar. Cool. Und Schneewittchen lebte viele, viele, sagen wir mal Monate, bei den 7 Zwergen im Walde. Bis zu jenem schicksalhaften Tag. Dann wollte ich Schneewittchen noch mal einen Besuch abstatten. Sorry, ich hab grad noch frischen Kaffee für die Jungs gemacht. Jo, kann ich rein? Nein. Ich kann mein nicht. Mein Kind, ich hab dir diesen roten Apfel mitgebracht, weil du so lieb bist. Super nett, aber ich hab Neurodermitis. Diese krumme Frucht hier im gelben Gewand. Sorry, nein, Fruktose intolerant. Aber Brot ist doch wirklich kein Problem. Geht nicht, weil Gluten. Also, Barze, Dankeschön für die 5 Wasserbomben. Vielen, vielen Dank für die 5 Wasserbomben. Ehrlich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Nee, wegen Nussallergie. Börek. Oh, ein Börek. Börek will ich nehmen. Danke. Scheiße. La, 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 la. Schneewittchen, hast du noch ein bisschen Kaffee? Ja, ich habe gerade einen neuen Kaffee gemacht. Boah, Börek. Kannst du den haben? Ja, nimm ruhig. Nation, dankeschön für den Prime Sub. Es war einmal ein Junge namens Hänsel und ein Mädchen namens Gretel. Mhm. Die wurden von ihren Eltern in den großen dunklen Wald geschickt, um dort ihr Glück zu finden. Alles klar, Kinder, wir sind nochmal am Goldstrand, ne? Aber Papa. Nix, Papa, wir lassen uns den Urlaub verderben. Alles klar, Kinder. Die
beiden Kinder gingen tiefer und tiefer in den Wald hinein, ließen jedoch eine Fährte aus Krumen zurück, sodass sie denn einst den Weg wieder nach Hause finden mögen. Das jute Barack. Chat, ich muss... Hab das Gefühl, sie achtet gar nicht auf das Video. Das stimmt nicht. Ich hab bis jetzt auf alles geachtet. Chat, ich muss ganz kurz auf die Toilette. Let's go! Es wurde später und kälter und der Hunger nagte sehr an ihnen, als sie plötzlich eine Pommesbude zwischen den Bäumen erblickten. Hungrig und hastig fingen die Kinder nichtsahnend an, die Pommes vom Tresen zu snacken. Dankeschön, Riser, für den Thumbs-up. Vielen Dank. Den Frieden, ihr misset. Das war der Wind, das himmlische Kind. Wollt ihr mich verarschen, vergiss es. Der Kloß war Klaus, war Klommes, doch nur an deiner Pommes. Ich muss ne Menge Rechnungen bezahlen. Für Ume Essen frisst meine dreckigen Sandalen. Wir haben so schlimmen Hunger und auch so miesen Brand. All unser Börek verstreut und uns trotzdem verrannt. Was vergütet ihr mir, ihr kleinen Flaschen? Jetzt rein mit euch, ihr könnt gleich den Abwasch machen. Hände und Krete verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Maul halten! Puxel, danke schön für den T-One-Sub, vielen, vielen Dank. Hänsel und Grete. Hänsel, wir müssen hier abhauen. Aber wie? Hast du eine Idee? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Extrablatt! Brandstifte, Kinder, weiterhin auf der Flucht! Extrablatt! Extrablatt! Sascha hat links, danke schön für den Prime Sub. Ich sehe niemand hier. Wo? Und Lief. Es war Dankeschön für den Prime Sub. Eine wunderschöne junge Königstochter. Und wie das halt immer so ist im Märchenwald, wenn jemand wunderschön und adelig ist, es gibt eine Menge Probleme. Xorni, Dankeschön für den T-One Sub. Vielen, vielen Dank. Dass du dich an der Spindel stichst. Was ist denn eigentlich eine Spindel? Bruder, kein Plan. Bruder, kein Plan. Da kann man sich doch gar nicht dran stechen. Und Dornröschen fiel in einen 100-jährigen Schlaf, weswegen auch irgendwann die Putzfrau und der Gärtner nicht mehr kamen und dichte Rosenranken das Schloss verschluckten. Eines Tages aber bahnte sich ein junger, stattlicher Prinz seinen Weg durch die Dornenhecke. Hallo. Pep. Hallo? Ich habe alles versucht. Wer bist du? Ich bin eine gute Fee! Seit wann haben Prinzen gute Feen? Wir haben jetzt einen Gleichstellungsbeauftragten. Es wird noch einiges ändern hier, sage ich dir. Egal, was gibt's? Wie erwecke ich die Prinzessin? Mit einem Kuss. Ist schon sexuelle Belästigung irgendwie. Mhm. Brichst ins Schloss ein, streckst erstmal die Zunge in den Hals. Schon ein bisschen pervers. Was dann? Rappen? Na, das wäre doch mal was total Neues und Innovatives in diesem Video. Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf. Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf. Was geht bei dir? Du bist schon 100 Jahre am Schlaf. 100 Jahre am Schlafen. Du volles Haus, du gesehen, was abgeht und in dem Garten. Und in dem Garten? Was ist bitte für ein Handy? iPhone-3? iPhone-3? Ich stimme auf, sonst kriegst du Hämorrhoiden ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Oh, ohne Scheiß. Sonst werf ich den Hammer von Thor. Den Hammer von Thor? Ey, was bist du für eine Olle? Du denkst, du bist so gut für die Prinzenrolle? Mit Cremefüllung. Sei mir nicht so müde, hier ein Energy Drink und ein doppelter Espresso. Espresso. Das ist ja echt übel und nervig, da kriege ich Plack, ist echt so. Ist echt so. Welch wunderschöner Sprechgesang entriss mich meines tiefen Schlafes. Börek! Was ist das für eine fremdartige und wohlriechende Speise? Börek natürlich! Ich schätze, dass mir dies nicht munden wird. Hey Siri.
such schlafende Prinzessin in meiner Umgebung. Und wenn sie nicht gestorben... Nee, das macht keinen Sinn. Oh, Alter, was war das für ein Scheiße? Er hat sie einfach umgebracht, weil sie kein Börek mochte. Weil sie kein Börek mochte.